Langsam als eine gefrorene Pfütze. Seien Sie bereit für den Angriff, sobald wir das Farmhaus erreichen. Bewegung! Die Eisen den Strand entschätzen! Eine Granate! Unsere Jungs sind im Anmarsch! Seht nur, wie sie rennen! Wir haben sie! Gesichert! Die Kanone zerstört! Verstanden! Explosion! Mehr Munition, Daniels! Gute Arbeit, Daniels. Okay, Männer, folgt mir zum Sammelpunkt. Los geht's! Pearson, ich brauche einen Bericht über die Verluste. Es gab zu viele. Aber wir haben den Strand eingenommen. Einen verdammt hohen Preis. Daniels! Und ich dachte, ich hätte alles gesehen. Wird er wieder gesund? Ja. Sie haben ihn zusammengeflickt. Ich hätte im Boot bleiben sollen. Das sagt er jetzt. Hey, was du da getan hast, danke dafür. Ich denke, wir sind quitt. Wir stehen das durch. Bis zum Schluss? Bis zum Schluss. Rückenkopf gesichert. Wir errichten ein Lager bei der zweiten Reihe nach dem Kamm. Willkommen in der verdammten Ersten. Du bist weit weg von zu Hause, Bauernjunge.
Auf das hier kann man sich nicht vorbereiten. Aber Sie haben Ihren Mann gestanden. Danke, Sir. Ich, Das wird schon, Junge. Danke. Ja, Sir. Natürlich. Ich weiß ja nicht, wer die glorreiche Idee hatte, Europa auf diese Weise zurückzuerobern, aber eins ist sicher, er war heute nicht mit uns am Strand. Der D-Day ist jetzt 7 Wochen her. Wir brechen aus der Normandie aus und drängen ins Landesinnere vor, um Marigny zu sichern. So kontrollieren wir die Straßen und pflügen quer durch Frankreich nach Paris. Die Befreiung steht bevor. Die Jungs und ich, wir schlagen uns ganz gut. Nicht gut genug für Pearson, aber was soll's. Wer weiß, Schatz. Vielleicht kehre ich Weihnachten schon heim zu dir mit ein paar Medaillen auf der Brust. Aber zuerst erobern wir Marigny. Schmeling gegen La Motta. Schmeling würde La Motta K.O. schlagen. Niemals. Und Schmeling ist ein Nazi. Ich würde ihn einfach abknallen. Ja, die benutzen ihn doch bloß. Er hatte keine Wahl. Wir alle haben die Wahl. Also Nietzsche sagte, es gibt nur Staaten. Genug davon. Okay. Was ist mit Lewis gegen Sugar Ray Robinson? Meinst du Lewis 1938? Robinson gewinnt ganz klar. Hey! Sehen, wer wieder hier ist. Ich dachte, du hast noch eine Woche. Ja, ich hab gehört, ein paar echt harte Typen stehen kurz vor Marigny. Wenn der Plan aufgeht, sind wir bis Weihnachten zu Hause. Steh nicht so rum, zeig her. Na gut. Nicht übel, was? Oh. Ach, gibt Schlimmeres. Schön, dass Sie wieder da sind, Private. Ich freue mich auch, Sir. Okay, Männer. Die Gelegenheit ist günstig. Wir starten einen Ausbruch aus der Normandie. Das wird nicht leicht. Die Hecken werden stark verteidigt und es gibt Meldungen von deutschen Panzern in der Nähe. Aber wenn wir Marigny einnehmen und sichern, kommen wir hier raus. Und wenn Sassmann selbst ein Messer im Bauch nicht aufhält, hält uns auch kein Deutscher auf. Das Glück ist mit den Siegern, Sir. Für Turner ist unser Schutz von höchster Wichtigkeit. Abmarsch! Warum kommt einem der Krieg immer in die Quere? Na los, na los! Sieger, die ganze Nacht in Ordnung.